heute den ersten Workshop hier in dieser wunderschönen Galerie. Und heute machen wir das zum ersten Mal mit 2G, also geimpft oder genesen. Solange das geht, betreibe ich diesen Workshop hier. Und dann werden wir gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber heute haben wir ein sehr schönes Thema: Horizont, Weite und mehr mit 4 Teilnehmern. Ich bin sehr gespannt, was für Bilder heute entstehen werden. Viel Spaß dabei! Das Bild in 2 aufgeteilt. Ne? Oben, unten, das ist ja Wasser und das ist ja der Himmel. Und wir werden es so machen, dass Sonne oder was auch immer, das Licht, ne, etwas untergegangen ist. Das heißt, hier wird noch heller werden. Wir werden mit weißer Farbe, dass solange das noch nass ist, mischen und aufhellen und oben wird immer weniger und weniger. So fangen wir erstmal an. Ich mache jetzt eine Probe, wie ich das sage. Ne? Wir tauchen ja Schwamm in Weiß ein und dann ziehen wir so eine Linie, folgen wir der Linie und dann ist das. Und da kommt das immer hoch. Aber so, so rein, dass das Weiß ein bisschen verschwindet. Und damit kommen wir hoch. So. Sehr gut. Und so haben wir schon mal die Aufteilung, die besser wäre, die deutlicher wäre einfach. So. Ich fange das hier an. Profi, das ist gemein. So. Jetzt soll ich die gleiche Wolke nochmal. Dann nochmal so, ja, so Streifen so twisten. Super. Wie deutlich sollen die Wolken sein? Also sie brauchen keine feste Struktur, sondern so wie hier, ne? Erstmal machst du so. Ja, okay, gut. Ich die Details, wir arbeiten mit das später. Jetzt hellen wir da auf, wo Wolken unten aufhören. Ja, wo die Grenze ist. So. Und dann gehen wir damit hoch. Und dann wird es immer weniger und weniger. So. So. Ach, wie cool. Das hat ja einen richtig coolen Effekt. Genau. Ne? Genau. Das hier auch. Also überall. Ach, wie geil. Das ist ja schon. Da. Auch die ganz, auch die grauen Formen, ne? Grauen auch, genau. Ja. Und so machen wir darunter auch Licht. Zum Beispiel bei dir ist hier so ein großer Teil. Ich werde, hier ist etwas abgerundet, aber hier wird es gerade. Weil das ja das Wasser ist, das rundet ja nicht. Genau. Und da kommen wir so mit diesen dünnen Streifen die ganze Zeit rein. So, von da nach da. Ja. Erstmal, das werden wir auch dann. Das ist die erste Wolke. Daneben ist noch eine. Das kommt so richtig bis
Sekunden hier. Aber so verwischen, ne? So ja. Verwischen auch so ihre. Das ist die Lichtreflexion, wie gesagt. Ja, cool. Ja. I like. Und das die ganze Zeit bis nach unten treiben und auch natürlich versuchen, gerade Streifen zu machen. Ich habe gedacht, wir brauchen was Warmes, ne? So irgendwas so gelb, orange, irgendein Licht noch, Lichtquelle. Und hier? Ja. Aber ich glaube, die müsste auch immer am Horizont so ein bisschen auftauchen, ne? Weil die Sonne da ja gerade untergeht. Ja, das stimmt schon, aber manchmal gibt es ja so Formationen im Himmel, wo man nicht weiß, warum das jetzt rosa ist. Und also wir machen das mal nur diesen Teil. Das heißt, die Sonne ist hier runtergegangen und spendiert Licht hier. Und dann dieses Licht wird immer weniger, weil es schwache Sonne ist. Ne? Das wird dann hier immer weniger. Oh, Vorsicht. Immer weniger und das werden wir hier auch ganz vorsichtig, ganz wenig. So. Das ist jetzt die. Das kann natürlich auch hier so ein bisschen höher gehen. Hier so ein bisschen. Und im Grunde genommen. Wenn sie noch stärker wäre, ne? Ja. Wenn sie noch stärker wäre, genau. Sonst kann man so ein bisschen hier. Na, hier kommt das nicht durch, weil das sind die Wolken dazwischen. Ne? Aber so, und dann kann man so ein bisschen hier noch. Das ist erstmal ein Licht nochmal. Okay. Ja, alles gut. Und kannst du hier vielleicht noch ein bisschen ganz wenig spaziert verteilen? Ja.